Wisst ihr noch, wie uns die Trailer von Suicide Squad weismachen wollten, dass Jared Leto als Joker eine zentrale Rolle im Film einnehmen wird? Oder wie der Trailer von Sweeney Todd scheinbar ja, verheimlicht hat, dass der Film über den teuflischen Barbier durch und durch ein Musical-Film ist? Das sind nur zwei Beispiele für Filme, die irreführend oder sogar falsch vermarktet wurden. Heute möchte ich noch viele weitere Beispiele vorstellen und euch außerdem auch ein paar Gründe dafür nennen, wie es zu solchen Ausreißern in der Filmwelt kommt. Damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Special hier auf Cinema Strikes Back. Die Foyers der Kinos sind gesäumt mit riesigen Postern, auf denen meistens so ein lustiger Satz steht. Fight Club zum Beispiel. Unsinn, Chaos, Seife. Diese sogenannten Taglines sollen Lust auf den Film machen. Manchmal erwecken sie aber auch völlig falsche Erwartungen. Ein weiteres Beispiel. Hereditary. Kaum ein Horrorfilm wurde in den letzten Jahren von uns und von der weltweiten Filmkritik derart beweihräuchert. Jede Familie hat ein dunkles Geheimnis, heißt es. Und dann gibt's andere Poster mit Zitaten wie Der Exorzist unserer Generation. Der Film wurde als Achterbahnfahrt des Grusels und des Schocks vermarktet. Denn danach werde man wahrscheinlich nur noch mit Licht schlafen, hieß es. Was im gesamten Marketing aber völlig außen vor gelassen wurde, war genau das, wofür Hereditary eigentlich immer wieder gelobt wird. Dass er nicht auf Jumpscares und Schockeffekte setzt, sondern über weite Strecken auch ein gefühlvolles Familiendrama ist. Wer im Kinosaal saß und einen waschechten Genrefilm à la Annabelle oder Wrong Turn erwartet hat, der fühlte sich wahrscheinlich wie, nun ja, wie im falschen Film. Exakt dasselbe ist mit dem australischen Horrorfilm Der Babadook passiert. Auch das ist ein Film, der sich um seinen dramatischen Kern dreht. Die Trauer und Überforderung einer alleinerziehenden Witwe. Die Verleiher und Marketingleute zielten aber darauf ab, nur das Monster in den Vordergrund zu stellen. Worum es im Film wirklich geht und was den Zuschauer und die Zuschauerin erwartet, das wurde völlig außen vor gelassen. Und so waren viele auch mit dem Ende wahrscheinlich überfordert. Und absurderweise ist im deutschen Film Pelikanblut genau das Gegenteil passiert. Das ist eigentlich ein Horrorfilm durch und durch. Der hat auch einen ziemlich dramatischen Kern und eine gefühlvolle Geschichte in seinem Mittelpunkt. Der Trailer hat aber völlig verschleiert, dass es ein Horrorfilm ist. Und stattdessen wirkte der Film wie ein seichtes Mutterschaftsdrama. Das zeigt ja auch schon der unsägliche Zweittitel des Films. Pelikanblut. Aus Liebe zu meiner Tochter. Wer hielt das bitte für eine gute Idee? Ein anderes Beispiel. It Comes at Night. Das ist ein kleiner Film. Ein Kammerspiel in der Postapokalypse, das von seiner klaustrophobischen Atmosphäre lebt. Dieser Film stellt die Ängste der Figuren in den Mittelpunkt. Es geht sogar um die Pubertät einer jungen Figur und wie er in der Postapokalypse eine Sexualität entwickelt. Gut, der Trailer hingegen vermittelt, dass es ein Schockerfest ist. Ein Horrorfilm von der Stange, könnte man meinen. Denn auch hier wird der Fokus aufs Monster gelegt. Oder bleiben wir in Deutschland? Der Nachtmahr. Das ist für uns von Cinema Strikes Back einer der besten deutschen Filme seit überhaupt. Es geht um eine 17-Jährige, die von Albträumen heimgesucht wird, in denen sie immer wieder einem missgestalteten Wesen begegnet. Und es ist nie wirklich klar, was Realität ist und was nicht. Das ist ein hochinteressanter Film, der nur extrem schwer einzuordnen ist und nach dem Trailer dürfte man gar nichts verstanden haben, außer dass es wahrscheinlich irgendwie um Partys und Drogen gehen wird. Und wo wir eben schon bei den Zweittiteln waren, das ist ja auch schon ein Thema für sich. Faking Bullshit zum Beispiel ist eigentlich eine ganz solide Komödie aus Deutschland, die mit Herz erzählt, wie eine kleine Polizeiwache nicht geschlossen werden möchte und deswegen selbst für Verbrechen sorgen muss. Man könnte eigentlich Lust auf den Film bekommen, aber wenn man den Zweittitel hört, dann macht sich schon wieder der Cringe breit. Eine absolute Scheißschande! Dabei ist die Crew des Films bei all diesen Beispielen oft wehrlos. Diese Zweittitel sind von vielen Kinos genauso gewollt, weil sie angeblich die Verkäufe steigern. Ob das wirklich so stimmt und ob das auch wirklich nachhaltig so stimmt, über einen langen Zeitraum betrachtet, ist eine Frage, die man leider kaum beantworten kann. Und so dreht sich das Rad weiter. Der südkoreanische Superhit Parasite hat überraschenderweise keinen solchen Zweittitel bekommen. À la Parasite, Pfirsich mit Aussicht auf Mord. Oder Parasite, nur über meine reiche Leiche. Einen seltsamen Werbespruch gab es aber trotzdem. Die coolste goldene Palme seit Pulp Fiction.
Was Parasite jetzt mit Quentin Tarantinos Kultfilm gemeinsam haben soll, bleibt unklar. Und es werden viele andere hervorragende Filme der letzten Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt. Ist der provokante The Square ebenfalls Goldene Palme-Gewinner etwa nicht cool? Oder Blau ist eine warme Farbe? Was ist mit Filmen wie Dancer in the Dark von Lars von Trier? Oder Der Pianist? Alles Gewinner der Goldenen Palme, aber scheinbar nicht cool. Warum passiert das alles? Warum wurde zum Beispiel die Kinofassung von Justice League als düstere und erwachsene Comic-Story vermarktet, nur um dann als alberne Marvel-Kopie für gelangweilte Gesichter zu sorgen? Glauben die Marketing-Gurus, dass es dem Kinopublikum nicht auffällt oder sogar egal ist? Haben sie den Film, den sie bewerben, überhaupt gesehen? Oder liegt das daran, dass alle Trailer nur noch von riesigen Trailerschmieden geschnitten werden? Wir leben nun einmal in einer Welt, in der sich der Kapitalismus weitestgehend durchgesetzt hat. Der finanzielle Erfolg des Films steht über allem. Wenn ein Film am Ende rote Zahlen schreibt, dann kratzen sich alle am Kopf und man kann sich sicher sein, dass es keinen zweiten Teil geben wird. Die Kunst liegt also darin, das Marketing möglichst ansprechend für möglichst viele Zielgruppen zu gestalten, um so viele unterschiedliche Menschen wie möglich in die Kinos zu treiben. Das Filmgeschäft ist nun mal ein Geschäft und so folgt auch das Filmmarketing einer ganz bekannten und traditionellen Formel, dem sogenannten AIDA-Modell. Das gibt es bereits seit über einem Jahrhundert und klar wurde es weiterentwickelt und abgewandelt, aber in seinem Kern gilt es wohl immer noch. AIDA steht für Attention, Interest, Desire, Action, auf Deutsch Aufmerksamkeit, Interesse, Verlangen und Handlung. Genau diese Gefühle sollen im Publikum geweckt werden, wenn beispielsweise ein Film beworben wird und ein Trailer läuft. Es geht darum, die Aufmerksamkeit eines Menschen zu gewinnen, ein tieferes Interesse dafür zu erzeugen und das Verlangen zu wecken, zu handeln, nämlich ein Kinoticket zu kaufen. Nur ein Beispiel. Du magst Science Fiction und Fantasy? Sehr gut. Denn dieser neue Film kombiniert beides in einer so bombastischen Weise, wie du es noch nie in deinem ganzen Leben erlebt hast. Wir zeigen dir hier im Trailer schon mal ganz kostenlos ein paar Bilder und verraten dir, worum es geht. Wenn du aber den Rest sehen möchtest, dann kannst du ab sofort ins Kino gehen und den Film für ein bisschen Geld sehen. Und dann kannst du die Fortsetzung gucken. Und dann die Fortsetzung der Fortsetzung. Dann die Trilogie, die vorher spielt. Dann die Trilogie, die nachher spielt, dann die animierten Serien, dann die Live-Action-Serien, dann die Filme, die letzte Detailfragen erklären, dann kannst du das Spielzeug kaufen, dann die Videospiele zocken und dann die Brettspiele und dann kannst du dir deinen Hintern mit Star Wars Toilettenpapier abwischen. Lasst mich dazu eine Geschichte erzählen, eine persönliche Anekdote, die sich wirklich so abgespielt hat, das verspreche ich euch, aber seht mir nach, versteht, dass ich weder Details noch Namen nennen werde. Vor einiger Zeit wurde ich von einem Marketingteam eines Filmstudios zu einem Gespräch eingeladen. Das Team zeigte mir damals die Kampagne für einen kommenden Film und um diesen Film gab es einen gewissen Hype. Viele hatten sich tatsächlich auf diesen düsteren und erwachsenen Film gefreut. Teil der Marketingkampagne sollten dann aber lustige, kleine, freche Videos für die sozialen Plattformen werden. Und ich wurde gefragt, was ich davon halte. Ich wies explizit darauf hin, dass die Videos doch gar nicht der Tonalität des Films entsprechen. Also, dass sie überhaupt nicht dafür stehen, wofür der Film steht. Mir wurde daraufhin geantwortet, dass das Filmmarketing oder Filmmarketing im Allgemeinen oft so gestaltet wird, dass dem Film tonal etwas hinzugefügt wird. Zitat. So werde ein anspruchsvoller, düsterer Film oft mit witzigen und albernen Werbekampagnen versehen, um einfach noch mehr Leute anzusprechen. Genau wie ihr vermutlich schüttelte ich den Kopf. Man fühlt sich doch verarscht, wenn man auf die Kinoleinwand blickt und feststellt, dass der Joker in Suicide Squad eben doch nur 1, 2, 3, 4 Mal vorkommt, dann fühlt man sich um ein versprochenes Filmerlebnis betrogen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Geld für das Ticket aber bereits ausgegeben. Ob den Verantwortlichen diese Vorgehensweise auf lange Sicht also wirklich weiterhilft, ist eine sehr schwierige Frage. Solange der Film aber am Ende Plus macht, und das hat Suicide Squad, ist das den Verleihern, den Firmen, den Studios egal. Und so ist das eben auch mit den Horrorfilmen. Hau drauf Horror am Freitagabend mit Freunden und einer großen Tüte Popcorn, das macht eine Menge Spaß. Die Zielgruppe für diese Filme ist deutlich größer als für einen anspruchsvollen Horrorfilm mit bewegender Familiendramatik und so wird im Trailer etwas an der Tonalität geschraubt bei Filmen wie Der Babadook oder Hereditary. Bei riesigen Franchise-Filmen wie James Bond oder Star Wars passiert sowas in der Regel nicht. Diese Reihen brauchen das nicht mehr. Sie stehen für etwas. Der Großteil der Zuschauerschaft weiß ganz genau,
worauf man sich einlässt oder man erhofft sich etwas ganz Bestimmtes von diesen riesigen Filmen. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte und welcher Film hat eurer Meinung nach völlig irreführendes Marketing betrieben? Schreibt mir eure Meinung unbedingt mal in die Kommentare. Wenn ihr jetzt noch mehr Bock auf so Medienpsychologie habt, dann checkt doch den Kanal unserer Kollegin Pia vom Psychologeek aus. Die hat ein Video gemacht über Trash-TV zum Beispiel, warum das auf so viele Leute so faszinierend wirkt. Oder auch sehr passend zu dem Thema, unser vorletztes Special darüber, warum Fortsetzungen manchmal so viel Geld einspielen und welche Fortsetzungen so am erfolgreichsten waren. Wenn ihr auf Filme steht, dann abonniert Cinema Strikes Back und bis zum nächsten Mal mit mir, dem Alper.